Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare. Wenn Sie jetzt bitte langsam Ihre Plätze einnehmen würden. Ich hatte ja gerade schon ein Schild hochgehalten und das steht natürlich im Zusammenhang auch hier mit, ne? Also, ja. Ich darf das nur einmal sagen, deswegen habe ich es aufgeschrieben, ne? Und das wird natürlich auf ganz direktem Wege dazu, dass mir einfällt, dass ich vergessen habe, mein T-Shirt anzuziehen. Das werde ich sofort mal nachholen. Sekunde bitte. Ich habe aber auch noch eine Menge anderer T-Shirts. Ne? Gibt es eine kleine Modenschau vielleicht? Ne? In diesem Sinne, ne? Modenschau. Ja, also von dem Schild hierher. Und von der Auffassung der Wirklichkeit in dieser Form, das führt natürlich auf ganz direktem Wege zu einer bestimmten Aussage, die ich unbedingt hier heute noch treffen wollte und muss, ne? Denn merke auch zu Alternativen gibt es Alternativen, ja, ne? Also ihr versteht, ne? Und das T-Shirt, ne? Also das T-Shirt habe ich natürlich auch noch in echt sozusagen, wenn ich mal so sagen darf, ne? Eine Welt, ne? Also eine, ne? Insgesamt. Und auch die Rückseite zum Teil in Handarbeit. Ne? Das war das eine, was noch gesagt werden musste. Dann fragen mich ja verschiedene Menschen persönliche Dinge, ne, im vergangenen Jahr. Ist ja eine Neujahrsrede. Ne? Also gesundheitlich nichts Neues, das ist gut. Beruflich brauche ich diesmal auch nichts. Auch nichts zu zensieren, weil da hat sich nichts getan. Da ist der Stand von früher immer noch so wie er war, erstaunlicherweise. Aber wir werden sehen. Das führt mich jetzt noch zu einem anderen Thema, rein zufällig natürlich, also Hartz IV, ne? Da war ich unter anderem in Berlin, ne? Und da konnte man dann auch einige Dinge schön kombinieren, ne? Die nicht auseinander dividiert gehören, ne? Definitiv nicht. Und mein Buch, ne, ja, kein Kniff ohne Schleichwerbung, ne, meine Bücher, ne, das ist für die Praxis und das ist natürlich ein völlig frei erfundener Jobcenter-Krimi, ne, darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort, ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Völlig frei erfunden. Das gibt es beides.
zu kaufen gibt es. Und aber auch von mir umsonst als PDF immerhin. Ne? Also kann man sich gerne an mich wenden. Ne? Hier noch ein Nachtrag zu den Flüchtlingen. Da habe ich jetzt einen schönen Kalender gekauft. Ihr sollt den auch kaufen, ne? Unbedingt. Wäre gut. Der Vorteil ist, ihr könnt immer nach dem Datum gucken und auch nach dem Wochentag. Die Uhrzeit ist jemals, ist Quatsch. Aber es ist ein wichtiger und lehrreicher Kalender. Ne? Und was ich vorher nicht wusste, was mich aber sehr freut, im Monat August bin ich Pin-Up Girl, ne? Allerdings nicht Girl und auch man erkennt mich so nicht, aber mein T-Shirt, das habt ihr eben gesehen, und mein Schild und auch mein Arm-Alarm, das ist das hier, ne? Das ist eigentlich für ein Jonga, ne? Und das hatte ich da am Bahnhof bei den Flüchtlingen, habe ich das getragen, ne? Hatte ich am Arm, ne? Allerdings nicht wegen den Flüchtlingen, ne? Sondern zu der Zeit war gerade ein Steckbrief für einige Personen, eine Handvoll und darunter auch meine Wenigkeit in Facebook, ne? Und die Meldung an Facebook ergab, was widerspricht, nicht? Unseren? Ihr kennt den Rest, aber das K12 hat es übrigens etwas ernster genommen. Naja, wie dem auch sei, zu der Zeit war auch Linksradikale, wohnen, ne? Und ich bin ja Post-Privacy im Internet. Das war gerade aktiv und da habe ich dann doch mal den Arm-Alarm gehabt. Und ich habe mir ein weiteres T-Shirt, habe ich mir ja machen lassen. Ne? Ich hoffe, man erkennt jetzt das gut genug. Ne? Also zur Thematik. Ne? Und nur so mehr könnt ihr ja nicht. Ne? Ich meine, mich umzuhauen, ne? Mit meinem Lebensalter, und ich habe ja auch nicht gedient, ne? In meinem Lebensalter und mit meinen Vorverletzung. Das wäre zwar nicht sehr sportlich, ne? Lieber Karan, wenn ich sportlich, ne? Kein Ansehen. Toller Märtyrer. Also wäre nichts, aber ich nehme auch Post-Privacy im Internet und da wollte ich mal dazu Stellung nehmen. Ne? Ich habe noch eine tolle Liste, was ich alles erwähnen soll. Ich habe extra rumgefragt. Ich habe vergessen, mir die auszudrucken. Ne? Aber ich habe ja noch ein paar Sachen im Hinterkopf, ne? Die da aufgetaucht sind. Konsumverhalten zum Beispiel, ne? Sollte ich nennen, ne? Wichtig. Ne? Und weil ihr wisst ja alle, die Wohltätigkeitsorganisation Amazon, ne? Das ist ja ganz tolle Sache, ne? Aber man kann auch Bücher, ne? Bücher wie dieses hier, ne? Bücher wie dieses, kann man auch in der Buchhandlung nebenan bestellen, ist kein Problem, ne? Oder direkt bei dem Verlag, ne? Solche Dinge, und so ist es ja nicht nur mit Büchern. Man kann, da gibt es zwar noch keine App dafür, aber man kann aus der Tür raus und dann auf die Straße und dann auf Sicht und dann so in diese sogenannten Geschäfte, ne, und Läden und diese Dinge, ne?
jetzt gucke ich gerade nochmal. Ja, hier bei dem Thema, ne, mein Blog gibt es natürlich auch immer noch. Ne? Aktuelle Dinge, dann bringe ich aber auch mal in meinem anderen Blog, in Kopfmalen, da sind dann so aktuellere Termine und so weiter vorhanden. Ne? Ja, also ich glaube, das Thema hatten wir jetzt dann soweit. Das ist ein Song vom Herrn Böhmermann, einiges zitiert, nein, nicht der Song, der andere. Ne? Aber okay. Was haben wir noch? Ja, vielleicht etwas privatere oder so Sachen. Ne? Ich meine, nein. Erst noch ein Abschlusswort zum Thema der AfD-Wählerinnen und Wähler. Ne? Dazu kann man eigentlich ihr versteht schon, ne? Also ich verstehe den Erfolg nicht und dass Menschen die AfD wählen und ähnlichem Teil, weil es gibt doch ähnliche Menschen, die haben so hier, so im oberen Kopfbereich, also innen drin, ne? So Vernunft, Verstand. Ne? Und können lesen und denken und so, ne? Das ist schon ein Grund, sowas nicht zu wählen, ne? Und dann gibt es einfach Leute, das sind anständige Menschen. Wir haben ein Herz und ein Gewissen und ja, und sind human. Und die können auch nicht AfD und ähnliches wählen. Und die mit Vernunft auch nicht. Ne? Also eigentlich bleiben doch gar nicht mehr so viele über, oder? Hörst du nicht die Glocken? Ne? Ja, was habe ich persönlich noch gemacht? Ja, ich war zum Beispiel im Ernst-Bloch-Zentrum, ne, bei einer wissenschaftlichen Vorlesung, wie man sieht. Ne? Ja, also das jedenfalls, da ging es um ein interessantes Thema, womit wir beim Thema 9.11 sind, ne? 9.11, Thema 9.11, ne? Weil war ja sehr prägend, ne? Sehr prägendes Thema, wichtiges Stichwort, ne? Hat vieles verändert, ne? Wir erinnern uns, ne? 1973, ne? In China wurde der demokratisch gewählte sozialistische Präsident vom Diktator Pinochet gewaltsam gestürzt. Viele Menschen wurden getötet, verhaftet, zum Tode verurteilt. Und erst 15 Jahre später begann wieder erste Demokratisierungsprozesse. Und damals hat Franz Josef Strauß das sehr begrüßt und die USA hat das auch sehr begrüßt. Also das mit dem Diktator, mit dem Pinochet. Ne? Wie komme ich jetzt dann rauf? Wo ist der Zusammenhang? Er redet mir. Nein, er redet nicht mir. Dieses hier ist kein Groupie. Ne? Nein, keineswegs. Ganz im Gegenteil. Das ist eine Professorin und Soziologin aus China, die aber auch 10 Jahre in ihrer Jugend in Tübingen gewohnt hat und gelebt hat, weil ihr Vater zum Tode verurteilt war vom Pinochet. Und Ernst Bloch hat sich für die Freilassung eingesetzt. Und darüber habe ich bei der Leonore den Vortrag im Bloch-Archiv in Ludwigshafen gehört. Und es war sehr interessant und sehr
Mehrheit. So viel zum Thema 9-11, ne? Weil ansonsten. Ach so, ja, jetzt ist mir noch was eingefallen, worüber ich auch nicht reden sollte, keine Diskussionen über Religion. Ne? Okay, ich versuche mich dran zu halten, ne, weil sonst hätte ich vielleicht einiges gesagt zu der Glaubensgemeinschaft der Atheisten. Aber das mache ich dann halt nicht. Ne? Ich denke, es ist eigentlich auch richtig, ne? Man sollte was zusammen machen. Es gibt humane, soziale, karitative Dinge, auch im Bereich der Umwelt. Dann kann man kooperieren, dann kann man zusammenarbeiten, dann kann man einfach was tun. Zusammen. Ne? Und dann braucht man eigentlich nicht diskutieren, weil so viel Zeit hat man dann dafür auch nicht mehr. Ne? Und das ist dann auch gut so. Die Freie Bibliothek Pegasus mit über 500 Büchern in der virtuellen Realität, in Second Life, gibt es natürlich nach wie vor. Alles kostenlos. Ne? Und was gibt es sonst noch für Dinge? Ja, diese Sache habe ich auch vertreten auf einem Buchcon. Ne? Auf einem Buchcon, da habe ich einige Leute auch getroffen, die schon in Second Life gelesen haben. In Dreieich bei Frankfurt war das. Wie man sieht, also die schönsten Männer und die klügsten und kompetentesten Frauen aus der literarischen Szene hatten sich da versammelt. Und das war eine interessante Erfahrung. Ne? Erfahrung. Was haben wir noch für T-Shirts? Ja, also das hatten wir jetzt schon. Ja, nächstes Jahr. Es wird ja jetzt das Kindergeld erhöht, ne? 2017 um mehrere Euro. Zwei oder drei. Auf jeden Fall für Arbeitslosengeld 2 Empfängerinnen oder Leistungsberechtigte. Ist diese Erhöhung keine, weil das ist ja sonstiges Einkommen. Ne? Und damit wir nicht übermütig werden, werden die natürlich von angerechnet. Ne? Ja, und Hartz IV wird ja auch erhöht. Ne? Also zum Teil bis zu 5 Euro im Monat. Ne? Ich meine, gut, die Lebenshaltungskosten sind in einigen Bereichen mehr gestiegen, ne? Und der Regelsatz ist sehr, sehr niedrig. Und er kann immer, wenn man mal was falsch macht, wirklich oder vielleicht auch nur scheinbar, dann kann man ja gekürzt werden, ne? Sanktionen, ne? Hm? 30, 60, 100 und nicht, dass jemand denkt, dann gibt es noch irgendwie ein Sozialamt oder so. Ne? Wenn es fällig ist, ist fällig. Ne? Seit 1.1.2005, ne? Davor gab es auch Sanktionen. Ne? 25%, höchstens mal 30%. Die konnten auch, wenn es ein Irrtum war, sofort zurückgenommen werden. Gibt es alles nicht mehr, ne? 3 Monate. Mindestens 6 Wochen und bis auf null, ne? Sechs. Sechs. Auch wichtig, ne? Auf Platz Nummer 6 von 200 Ländern auf der Welt. Da nicht. Richtig. Wir. Also Deutschland, ne? Platz 6 der wohlhabendsten Länder. Aber wir können den Sozialstaat ja ruhig ein bisschen abschaffen. Ne? Warum? Betrifft ja nur ein paar Millionen Leute und die Niedriglöhner haben dann auch wieder ein bisschen mehr Angst, ne? Und mucken nicht auf, ne? Und wenn die gar nicht mehr wissen, wohin mit der ganzen Wut. Aber noch die Flüchtlinge, ne?
Da schließt sich der Kreis, ne? Die Dinge haben miteinander zu tun. Auch wichtig, ich wollte es nur mal einmal erwähnt haben, außerdem habe ich noch ein T-Shirt davon. Umweltschutz, ne? Umweltschutz. Greenpeace, bin ich Fördermitglied. Und das T-Shirt hat, habe ich das wunderbare T-Shirt, ne? Und dann wollte ich noch eins sagen und mich schon mal entschuldigen bei allen, die mir gesagt haben, was ich noch sagen soll und wo ich das jetzt vielleicht vergessen habe. Wenn es geht, schreibe ich es noch in Fußnote unten und unten drunter. Na. Okay, ja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Also wenn ihr nach Facebook geht, ne? Vergesst die Herzchen nicht. Vergesst um Gottes Willen die Herzchen nicht. Und vor allen Dingen, ich habe da jetzt eine, wir haben da jetzt eine kleine Gruppe. Das ist die 50 Cent Gruppe. Also früher hätte man vielleicht gesagt, hast du mal eine Mark, ne? Und mir, das ist übrigens das Original in den Stücken, ne? Die Geschichte dazu gibt es auf Facebook, aber auch bei mir im Blog für Leute, die Facebook hassen und die Herzchen nicht mögen und so und die Katzenbilder und so und ja, gibt es auch einen Blog, müsst ihr mal gucken, 50 Cent Gruppe und dann einen meiner Namen, Burkhard vom Buch oder Buch vom Loch, ist nicht schwer zu finden. Wir spenden für wohltätige Zwecke. Immer wenn 25 Euro zusammen ist, beraten wir, wer genau es bekommt. Und wir bevorzugen so ein bisschen so kleinere und regionale Sachen aus allen möglichen Bereichen. Umweltschutz, Flüchtlinge, Kreatives, Kinder, Jugendliche, Hartz IV. Alles, wo es im Argen liegt. Ne? Und ich sehe jetzt gerade, ne, ich sehe jetzt gerade eingeblendet, ne, ist schon wieder ziemlich lange weg und nächsten Buch mehr als ihr wolltet eigentlich im nächsten Jahr und spendet vielleicht mal 1 Euro mehr, als ihr das geplant hattet, ne? Ich suche jetzt gerade nochmal was. Kann man es erkennen dahin? Noch ja, ne? Okay, was ich damit meinte, könnt ihr euch raussuchen. Liebe Avatarinnen, liebe Avatare, alles Gute. See you.